Bette, Leute, und willkommen zur 12. Folge beim Fleischrad hier beim Wheel of Matt. Heute, man sieht es, das Rad, das macht mich unendlich traurig. 7 lächerliche Begriffe sind noch drauf und ja, heute wird es wohl oder übel erstmal die letzte Folge werden. Aber ja, erstmal hallo an meine Gäste. Hallo, das heißt, wir haben jetzt weniger Begriffe, als der Lord verschissene Jahre durchgehalten hat. Mädel und willkommen beim Fleischrad. Es ist ungewöhnlich, mal wieder mehr Zuschauer als Toremund zu haben. Hallo, lieber Wingelwongel. Ja, stimmt. Miteinander. Willkommen beim Fleischrad. Ach, es hat zwar Banger drauf, muss ich sagen. 7 Stück. 7 ist schon krass wenig, ey. Ja, ich mag's. Ich mag keine Burger, ist das? Ja. Fetter, aber fitter Mensch. Was ist das? Winterschlaf, Narko. Wir haben BLM, Hagebunde. Und warte, ich muss mich kurz umdrehen, Rändern hochladen. Was ist das? Sind schöne Begriffe. Ja. Hast du dich jetzt auf den Kopf gedreht, um das zu lesen? Wirklich, ja, hab ich wirklich. Und ich schäme mich auch noch ein bisschen. So. Nein, ich freue mich, dass ihr heute nochmal da seid. Wir hatten ja das letzte Mal schon drüber geredet. Es wird irgendwann nochmal weitergehen mit einem neuen, ja, kleinen oder großen Rad, je nachdem, wie viele Begriffe wir zusammen bekommen. Da geht auch mal ein dickes Danke an die Leute raus, die mir doch die eine oder andere E-Mail haben zukommen lassen mit, hey, der und der Begriff, der wäre vielleicht noch gut. Also da waren wirklich Leute, die haben sich da tatsächlich hingesetzt und ja, haben meine Arbeit gemacht. Also vielen lieben Dank erstmal dafür. Und deswegen irgendwann, ich weiß nicht wann, wird es bestimmt nochmal ein neues Rädchen geben. Ja. Yay. Sauberhaft. Das wird eine wunderbare Zeit werden. Ja, auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, wir starten rein. Ich würde gerne fragen, bevor wir anfangen, was denkt ihr, wird der letzte Begriff auf dem Rad bleiben? Narko. Ja, das wäre auch mein Peak gewesen. Ansonsten, ich weiß nicht, BLM, ist so ein schöner Begriff, aber nein, ich sage zum Schluss, das Rad wird blau sein und es wird der Winterschlaf. Ich sage, am Schluss haben wir nur noch Hagebunde. Ja, tatsächlich war ich auch bei Hagebunde. Naja. Ich würde sagen, Märchenstunde bekommt den ersten Begriff. Ich sehe, das ist jetzt Narko. Es wäre möglich. Ja, worauf guckst du denn dieses Mal? Oh, jetzt habe ich keinen Favoriten mehr. Du hast doch keinen Lieblings, denke ich mal, oder? Nee, ich habe keine Lieblingsbegriffe außer Mulle. Und Mulle ist keine Emotion, also zählt das nicht. Das hast du allerdings recht, das wissen aber die wenigsten. So, ich drehe jetzt einfach los und singe wieder doof rum. Dabei magst du gar kein Fleischrad. Oh. Ich mag keine Burger. Das hat auch der gute Lord gesagt, als er, wie viele waren es? 12 Burger nur für sich zubereitet hat auf diesem Tischgrill da. Der war einfach voll. Das war so ein Grill wie in so einer herkömmlichen mittelgroßen Imbissbude. Also es hat so einen ganzen Esstisch eingenommen. Der war einfach voll mit Klopsen. Was ist ein Tischgrill? Ja, das war so, aber so ein Heizplattentischgrill war das doch, oder? Naja. Auf jeden Fall hat er da halt wirklich eine lächerliche Menge an Burgern zubereitet. Versichert, eigentlich mag er gar keine Burger, aber ja, irgendwie war er wieder vom Joker 1510 besessen, als er einkaufen war. Deswegen sind die alle im Einkaufswagen gelandet. Da muss man sie auch abgrillen, weil Essensverschwendung mag er nicht, außer es sind Würste in seinem Garten. Das waren ja die Hater. Ja, und dann hat er die gemacht, hat behauptet, dass er die ja auch mit seinen Freunden essen wird. Haha. auch nicht alle auf einmal. Haha. Und am nächsten Tag gab es dann das nächste Drache kocht. Und die Burger 12 waren irgendwie vergessen. Aber ja, vielleicht hat er ja auch seine mannigfaltige Freundschaftsarmee eingeladen und mit ihnen zusammen Burger verspeist. Wir haben es ja das letzte Mal schon gesagt, aber irgendwie, ich wünschte mir so sehr, er hätte diese ganze Kochsache irgendwie ein bisschen weitergezogen. Ich hätte mir so sehr gewünscht zu sehen, wie er an den einfachsten Rezepten scheitert. Stellt mal, was würde der auf eine Pizza rauftun? Mozzarella auf jeden Fall. Oh ja. Das wäre richtig. Stimmt, verdammt. Ja, aber ungeschnitten einfach so ein paar Klopse Mozzarella einfach drauf. Ja, wo andere so kleine Kugeln, kommen ja da einfach die ganzen Bälle rauf. Genau, richtig.
denkt ihr, er würde Ketchup anstelle von Tomatensauce nehmen? Ja. Ich sage, er hätte einfach gesagt, Rache kocht Pizza und hätte einfach so eine Tiefkühlpizza genommen und noch irgendwas draufgestreut. Ja, er macht das so extra Streukäse und sagt dann, hey Leute, ich habe gekocht. Das ist die Pizza Quadro vom... Formaggi, irgendwas, keine Ahnung. Ey, das Traurige ist, das ist halt wirklich auch wahr, ne? Er hätte einfach so ein Tiefkühlding genommen und es in Anführungsstrichen verfeinert und das dann als große Kochrevolution gefeiert oder so. Absolut. Das ist so furchtbar. Ich möchte euch mal gerne fragen, was meint ihr an dem Abend, wo Rainer diese Burger gemacht hat? Ne? Also ich bin auch der Meinung, es waren irgendwie 12 oder sogar 13 Stück, also auf jeden Fall eine vollkommen normale Menge für einen Mann. Was glaubt ihr, wie viele Burger hat er an dem Abend, an dem einen Abend wirklich gegessen? Also als bekennender Fettsack kann ich ungefähr erzählen, wie sowas abläuft. Okay. Man bereitet sich eine unnormal große Menge Essen zu und behauptet vor sich selber, die esse ich aber nicht alle heute, den Rest packe ich weg. Und dann hat er wahrscheinlich vorgehabt, 4 zu essen, hat aber 6 gegessen und 4 Stunden später kreisten die Gedanken dann immer wieder um diese bösen Burger, die noch in der Küche lagen, die er natürlich doch nicht weggeräumt hat. Dann ist er mal runtergewongelt, hat sich mal noch 2 geholt und dann ist er wieder hochgewongelt und dann irgendwie kam da doch noch mal ein kleines Hüngerchen so um 12 und dann waren sie plötzlich alle weg. Mit ins Bett genommen, oh Gott. Ein kleiner Hunger. Ja, es ist unfassbar. Also ich kann es mir halt wirklich nicht vorstellen. Ich bin allgemein kein guter Esser und ich gestehe, wenn ich alle paar Jubeljahre bei den hiesigen Fastfood-Ketten reiche, mir reichen halt wirklich ein Burger oder sowas, ich bin satt. Und ich kann so eine Menge, kann ich nicht nachvollziehen, also für mich ist das utopisch. Und ich meine, irgendwie ist er ja, was ist das mittlerweile, 7XL, glaube ich, oder? Damals 7XL, heute wahrscheinlich 70. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall sehr viel. Irgendwie hat er diese viele Xen auch erreicht, aber ich glaube, Märchen hat das da wahrscheinlich schon richtig beschrieben. Das wird nicht auf einmal geschehen sein, sondern so hier mal ein bisschen. Wir kennen es von Homer Simpson. Das nur ein kleines Stückchen, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Ja, aber 12 Patties. Ich meine, wie viel Matt ist das, bitteschön? Das sind doch bestimmt 1,2 Kilo oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch... Oh, nee, nee. Einfach nein. Ich habe das Video nicht mehr im Kopf. Hat er noch was anderes raufgetan? Oder einfach Burger und dann zwischen die Buletten oder wie? Nee, also er Salat, hatte tatsächlich Salat, genau. Ja. Ach, ist doch gesund. Salat und ich erinnere mich, ich hatte mir das irgendwann mal angeguckt. Was hat mich denn da so gestört? Er hatte, glaube ich, keinen Käse benutzt. Das fand ich schon richtig weird. Und, genau, er hatte Gurken da liegen, aber er hat die nicht einmal verwendet. Also, die waren zwar da, aber sie wurden nicht benutzt. Also, ja gut, die hat er vielleicht anders benutzt. Ja gut, nee, das war... Ach Gott, ich will gar nicht... Boah. Ich muss ja mal sagen, das ist ohnehin schon eine Sünde, einfach kein eingelegtes Gemüse auf einen Burger zu legen. Das gibt so einen wunderbaren Kontrast zusammen mit frischen Tomaten und diesem Patty und den immer viel zu süßen Brötchen. Sehe ich mich, ja, das stimmt. Irgendwas Weißes hatte er da noch drauf, aber... Nein, hört auf. Ja, ist ja gut, ist ja Mario, er redet so von Mario. Wenn ihr wüsstet, was uns 10 Minuten vor der Aufnahme der Rübenfuchs geschickt hat. Ja, komm mal, mach mal weiter, lieber Wimmelbonger, wir müssen mit dem nächsten Begriff weitermachen. So scheiße hinterhältig, einfach, ups, ich hab da mal was in den Chat gepostet. Ja, hey. Komm drauf. Nein, das ist Lüge, ich bezichtige euch. Oh Gott. Ja, dann kriegt der Rübenfuchs auch gleich den nächsten Begriff, hätte ich gesagt. Los geht's. Doch von Super Mario, oder? Oh, das war doch genau die Mitte getroffen, aber das Rad ist bei Hagebundene stehen geblieben. Hagebundene, ja, also... Ich glaube, jeder kennt die gute alte Hagebutte, aber es ist natürlich die Hagebutte gemeint. Ja, der liebe Rainer hat uns Geschichten erzählt, oft, viel und gerne. Unter anderem gab es auch die Geschichte, als der kleine Bur Rainer noch zur Schule gegangen ist. Und da mussten die
Ich bin mir gerade unsicher, ob wir sowas in der Schule gemacht haben, bestimmt. Irgendwelche, ja, Sachen aus der Natur sammeln. Und der kleine Rainer dachte natürlich, hier, die Hagebuddene, die wäre super toll. Natürlich heißt es Hagebutte, aber er hat halt ein Video gemacht und das ganz stolz erklärt, wie er es damals gemacht hat und hat halt dann diese ikonischen oder dieses ikonische Wort gedroppt einfach bei einer Aufzählung, unter anderem dann auch dieses Hagebuddene. Und daraus sind so tolle Memes und einfach einer der besten Songs aus dem Drachengame entstanden, den einfach wirklich random mal beim Einkaufen oder so in den Kopf kommt. Ich habe keine Ahnung, ob es euch auch so geht, aber ich höre den wirklich oft, ständig, obwohl ich ihn gar nicht höre. Immer wenn ich durch das Kakteeregal gehe und dann am Tee vorbeigehe, habe ich immer Hagebuddene. Und ich muss sagen, ich habe offen gesagt ernsthaft Mühe, Hagebutten noch richtig auszusprechen. Ey, das geht mir das ist ganz schlimm. Die Leute gucken einen wirklich an, selbst auf Arbeit. Ich meine, ich arbeite ja auch manchmal viel mit Tee und so. Wenn ein Patient mal sagt, er hätte gern Hagebuttentee oder so, das ist schon nicht einfach. Dann sagst du, hallo, das heißt Hagebutte. Ich glaube, ey, das passiert mir bestimmt wirklich unbewusst. Ne? Wir hatten das ja auch schon mal, dieses Drachensprech, dass das einfach in den Alltag reinkommt. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe schon mal einen Patienten so hier einmal Hagebuttentee oder so. Also wirklich, das passiert hundertprozentig. Wie bitte? Da ist mir, ich bin letztens ins Leon Electronic Rabbit Hole gefallen für kurz eine Woche. Und da ist es mir tatsächlich, als ich das irgendwie an einem Abend gebingewatcht habe, am nächsten Tag bin ich einkaufen gegangen und mir wurde da irgendeine Frage gestellt und ich habe einfach unzwamm gesagt, ohne dass ich es gemerkt habe, bis ich es ausgesprochen habe. Das war auch sehr peinlich. Wir haben jetzt an der Schule seit einem halben Jahr eine Heilpädagogin, eine neue. Und es ist krass, die ist tatsächlich aus Franken und sie kennt ihn anscheinend nicht. Ich habe sie immer so ein bisschen Wörter gedroppt, wie Neinschmaßen, Nausschmaßen und so weiter. Aber es ist mal schön, fränkisch von jemandem zu hören, der nicht rein ist. Wobei, jetzt hat ja der Franken-Gamer, glaube ich, doch ein Video rausgebracht, wo er Rainer das Fränkische abgesprochen hat, glaube ich. Das hat er ja selber schon ganz gut hinbekommen bei seiner Stimmimitation. Das war eines der schlimmsten Dinge, die ich jemals gehört habe. Naja, der liebe Wingelwongel hatte ja auch ein bisschen in die Gubärchen gehört und so. Und da hat Rainer ja auch versucht, dieses Bayerisch-Fränkische. Und das ist einfach nur schlimm, einfach nur schlimm. Also würde mich mal weit aus dem Fenster legen und sagen, Hagebuddene ist jetzt kein fränkischer Dialekt per se. Nein, glaube ich auch nicht. Das entspringt Rainer seinem Sprachfehler, Es ist ein Sprachfehler. Ich denke ja. Ich wüsste höchstens dieses wie gesagt, da hatten wir ja schon mal drüber geredet, dass hinten immer so ein dran kommt, Ding, und dann sagt er halt nicht Hagebutten, sondern Hagebutten, Ding. Weißt du? Also das ist das Einzige, womit ich es mir vielleicht auch noch erklären könnte. Dann erklär mir mal, wie für meinen Garten zum Verschönern. pass auf, das ist schwierig. Das ist auch einfach nur ein verdammtes Highlight. Pass auf, vielleicht war es ja wirklich so, dass er in diesem Satz zweimal dicke Ass hatte, weil er einfach nicht wusste, was er jetzt schnell vorlügen soll. Oh, stimmt, er sollte das ja auch, er hat das ja auch gelesen. Oh ja, ja stimmt, da kann es sogar doch sein, dass er da versucht hat, dieses Wort zu Ende zu rendern und schon mal beim nächsten angefangen hat. Ja doch, das sehe ich. Garten zum Verschönern, ja doch. Kannst du nicht mehr aufhören. Das ist einfach nur schön. Wir machen weiter. Sehr gerne. Ich frage, bist du bereit? Ja, ich bin neutral, ich bin in Stimmung, ich bin bereit. Das freut mich, dann fangen wir an. Kann ich dich um eine Sache bitten? Jo. Ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Wenn ich jetzt drehe, kannst du noch so ein Volkslied summen oder so? Ja. Das fand ich total nice. So, ich drehe jetzt einfach. Die Tannen am Bergli, die Stotte, wie sie geis. Ich ha sie welle melche, da haut sie mir eins. Hole du, liebische Fuli, hole du. Oh, Narko. Verdammt. Oh, Rübsen, wirklich wunderschön.
Ah, das ist jetzt, also von all den Begriffen der am wenigsten lustigste, muss ich sagen. Narco ist eine Figur, die kam relativ spät ins Game. Die kam Weihnachten, ich will sagen 22. Es war so kurz, nachdem es in der Türkei dieses Erdbeben gegeben hat, wenn ihr euch daran erinnert. Ja. Und ich glaube nicht, dass er wegen dem Erdbeben mit Rainer man muss natürlich noch anfügen, es war in der TikTok-Staffel die grässlichste, scheußlichste Staffel und langweiligste des Drachengames. Ich habe sie gehasst. Was war das? Er hatte irgendeine Diskussion wegen den Erdbebenopfern mit ihm und da hat er wieder einen unmöglichen Spruch rausgelassen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Der Narke jedenfalls ist, ich will behaupten, türkischstämmig und hat, glaube ich, wirklich versucht, dem Träger zu helfen, auf seine Art und Weise, glaube ich zumindest, oder hat so getan. Und über den Narco ist er mit Jason und Gartal und naja, ich glaube, Gartal, der verflucht das bis heute, der ist ja im Gefängnis gelandet wegen Rainer. Aber Narco hat sich dann relativ schnell aus dem Game, also aus dem TikTok-Zeugs mit Rainer rausgezogen, weil er wirklich gemerkt hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Und er hat sie wirklich probiert, er hat auf ihn eingeredet, eingesprochen und dafür feiere ich ihn, er hat am Schluss einen Diss-Rap über Rainer gemacht. Ja, man muss sich ja auch einfach noch mal in Erinnerung rufen, dass er ja in diesen furchtbaren TikTok-Stream reingegangen ist. Nicht um Rainer zu fragen, ob er Geld spendet, sondern ob er vielleicht auch mit aufrufen könnte dazu, dass für die Erdbebenopfer gespendet wird. Ja. Und da hat er sich wieder rausgewunden. Und nein, das kann ich doch nicht machen. Ich brauche das doch, was die hier spenden. Und ich habe doch selber nichts. Und das war so unfassbar ekelhaft, wenn man sich auch noch vorstellt, dass das zu einer Zeit war, wo der in einem verkackten Keller saß mit seiner 10XL-Plastehose und immer wieder jemanden losgeschickt hat, damit er ihm Monster Energy nachts von der Tanke holt und deswegen einfach mal einen Hunderter rausgeschmaßt hat. Ja, Prioritäten halt, ne? Ja, also neutrale Stimmung hat es ja schon gut zusammengefasst. Also die TikTok-Staffel war einfach auch für mich in weiten Teilen einfach sehr, sehr viel Schmutz dabei und ich glaube, Narco hat wirklich, also das ist so meine Meinung, ne, der hat am Anfang wirklich versucht, Rainer noch zu helfen. Dann irgendwann hat er aber gemerkt, dass man damit, glaube ich, auch ganz gut Fame und so generieren kann. Mhm. Hat dennoch versucht, das Ganze so mit so einem Diss-Track damit groß rauszukommen, hat semi gut geklappt. Und ich weiß nicht, ich glaube, er ist so Drachengame-technisch wirklich komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Also ich habe überhaupt nichts mehr mit ihm zu tun. Ich weiß, dass es da nochmal irgendwelche Sachen mit Verletzung, Körperverletzung oder so gab, aber das ist auch nur gefährliches Halbwissen. Ja, es ist nur gefährliches Halbwissen. Also, wenn sich da jemand in so ein Rabbit Hole wagen möchte, let's go. Aber dafür ist mir die Person Narco auch einfach zu relevant irgendwie. Also, ich weiß ich nicht. Ja, ist halt TikTok-Staffel. Was? Ich meine, ja, es sagt schon sehr viel über eine Person aus, dass sie auf TikTok groß unterwegs ist in diesem Alter. Aber Ich habe jetzt zumindest von ihm keine, ich sag mal, böse Absichten gespürt. Und man hat wunderbar diese Verwandlung von ich will Rainer helfen, diesem dicken, dummen Sonderschüler, die Verwandlung zum Hater. Die hat man bei ihm einfach mit angesehen, wie der verzweifelt ist am Rainer. So was war so schön. Ja, absolut. Das stimmt. Das war wieder so ein Paradebeispiel, ne? So diese Formwandlung zum Hater, absolut. Was? Gab es gar, von da kommt Google mal Drachenlord, ich glaube. Das hatte dort seinen Ursprung. Boah, das kann sein. Das kann sein. Hat er da auf jeden Fall ziemlich viel rumgeschmerzt. was ich mich frage, wie fandet ihr jetzt ernsthaft bewertet, wie fandet ihr den Diss-Track von ihm gegen Rainer? Ich fand den nicht so gut, muss ich sagen. Also, hey. Ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern und das ist schon, also wenn ich da an Highset denke oder sowas, das bleibt einfach im Ohr, die sind gut und er hat es bestimmt gut gemeint, aber es ist halt auch nichts von hängen geblieben. Ja, ich fand, es war okay, würde ich jetzt sagen, es war okay, aber wie du sagst, nicht wirklich erinnerungswürdig, da waren jetzt keine Sachen bei, wo ich sage, boah, okay, krass, das werde ich meinen Kindern noch erzählen, so ungefähr. Also lustig war es mehr, weil das hat Rainer sicher geärgert, falls er es mitbekommen hätte. Ja, das denke ich auch. Weil für mich, ist auch ein Hater. Für mich klang er halt die ganze Zeit so wie diese Typen, die, wenn man irgendwie mit ein paar Leuten abends zusammensitzt und man weiß, die können
ganz okay rappen und dann plötzlich meinen, sie müssten jetzt anfangen und dann sind alle ruhig und hören ihm zu und das ist auch ganz okay, aber es ist halt einfach ein Hobby-Niveau und kein professionelles Niveau und da muss man sich das weiter reinziehen, weil sie hören einfach nicht auf und diese Vibes hatte ich davon irgendwie so ein bisschen. Wir hatten da tatsächlich mal jemanden in der Gilde, der das immer gemacht hat, das war irgendwann richtig unangenehm. Ich singe ja auch gerne, aber ich höre immer nach 10 Sekunden maximal auf, weil ich weiß, dass es den Leuten Schmerzen bereitet. Darf ich das fragen? Das ist halt die Hip-Hop-Version von der Akustikgitarre, die plötzlich ausgepackt wird auf einer Party. Anyway, here's Wonderwall. Hat er dann einfach in Raids angefangen so, yeah, jetzt hör mir zu, let's go. Oder wie kann ich mir ja, das vorstellen? Ja, nee, der hat dann einfach angefangen zum Beispiel Fool's Garden mit Lemon Tree zu singen, aber er hat dann nicht so 10 Sekunden oder nur so, and all that I can see. Er hat einfach komplett angefangen und irgendwann denkst du, ja, und irgendwann denkst du ja so, es reicht jetzt und er hört einfach nicht auf, ne? Der rödelt das runter, der zieht durch. Okay. Ich würde weiterdrehen. Ich hätte sehr, sehr gern die BLM. Muss ich ja ehrlich sagen, da bin ich schon seit ein paar Folgen scharf drauf, aber die BLM will ich so richtig. Nein. Wir müssen jetzt diese absolute Symmetrie des Rades müssen wir genießen. Oh, stimmt. So weit. Auch mit den Farben. Endlich Google Chrome. Stimmt. Ja. Es macht mich glücklich. Das macht mich glücklich. Ja, dann hoffen wir mal auf BLM für dich. Los geht's. Jetzt musst du wieder was singen. Aber auch schön. Aber auch schön. Rendern hochladen. Ah, damit habe ich täglich zu tun. Das ist sehr harte Arbeit, kann ich sagen. Abseits aber natürlich von meiner Bescheid. Ich weiß nicht, warum er lacht. Ich weiß es nicht, warum er lacht. Das ist mein Ernst. Hallo. Weißt du nicht? Also, ja, Rainer hat oft Vorwürfe bekommen. Ja, du machst so deine Dulli-Videos, du arbeitest nicht hart. Und Rainer sah sich dann in der Situation so: Ja, jetzt muss ich doch mal wirklich den Leuten mal nahebringen, wie viel ich eigentlich arbeite. Und hat dann erzählt: Ja, hier, ihr unterschätzt das immer. Ne? Es ist ja nicht nur das Aufnehmen, es ist ja auch vor allem das Rendern. Und das Hochladen. Man muss ja bedenken, die Renderminen, da muss ja auch was passieren, ja. Es ist ja nicht so, dass die von alleine angeschmissen werden oder so. Ne? Und da hat Rainer erzählt, ich krieg die Zahlen leider nicht mehr zusammen, aber was hat er gesagt? Irgendwie so, ja, ich brauche irgendwie 6 Stunden für ein Video, weil allein 2 davon muss ich rendern und die 1 Stunde muss ich hochladen. Und alles ganz schlimm. Und das ist ja auch harte Arbeit, weil man weiß es, wenn beim Rendern dieser Balken nach oben lädt auf 100%, ist es sehr wichtig, dass man den im Auge behält, sonst manchmal rastet der einfach aus. Das ist wirklich schlimm. Ja. Ist das so von 110% ja, oder so? Das geht oder? Ja nicht. Das geht 180, ja. Hm? Oh, schon wieder überrendert. Oh, nee, ja. Ja, ja. Aber ich meine, du musst dir mal überlegen. Also bei ihm ist natürlich aus meiner Sicht eine Mischung aus seiner narzisstischen Faulheit, die ihm sagt, ja, du hast ein Video da kurz in die Kamera gekotzt, okay, super, das ist jetzt Arbeit für 3 Wochen. Aber gleichzeitig, wir dürfen nicht vergessen, der ist ja mental nicht so weit. Und gewisse Sachen werden für den extrem anstrengend sein. Alleine schon, es gibt ja einen Grund, wieso er keine Videos mehr wirklich zusammenschneidet. Das ist doch für den viel zu mühsam. Mhm. Ja, wie gesagt, beim Schneiden würde ich ja auch nicht diskutieren. So. Also gut, 3 Schnitte zu machen ist nicht anstrengend, aber du sagst es, ne, für einen Rainer ist das wahrscheinlich schon enormer Aufwand, wie er sagen würde. Aber beim Rendern und Hochladen, von Arbeit zu reden, das finde ich halt schon etwas übertrieben, sage ich jetzt mal. Irgendwann ist er ja einfach an diesem Punkt angekommen, wo das Thema Arbeit für ihn ja auch, die einzige Arbeit war ja immer wieder einfach irgendwie zu begründen, warum das, was er macht, Arbeit ist. Und da ist er halt irgendwann einfach zu diesem Punkt gekommen, dass er einfach alles, was auch nur im Entferntesten mit Videos oder Streams machen zu tun hat, das war halt einfach Arbeitszeit.
Und so hat er sich das dann halt hochgerechnet. Da hat das Rennen und Hochladen halt dazugehört, weil währenddessen ist ja was passiert. Ja, er hat uns zwar währenddessen trotzdem wieder Fresswichsen veranstaltet, aber dieser Biden, der ist halt hochgegangen. Aber das geht ja weiter. Schön zusammengepasst, ja. Das geht ja weiter mit Fanmanagement in Disco, weißt du? Da hat er irgendwie nebenbei Salat gespielt, Bride of the Wind, ja, Lieblingsspiel von mir auf jeden Fall. Und dann hat er irgendwie nebenbei mit drei Leuten in Discord gequatscht. Und das war ja dann aber auch Arbeit und Fanmanagement, ne? Und das müsste eigentlich auch bezahlt bekommen, die Zeit. Also das ist. Das ist für ihn ein sehr empfindliches Thema. Er weiß ja eigentlich, also woran man es merkt, dass. Okay. Wenn seine Drachis darauf ansprechen, dann wird er gleich, was, ich mache gar nichts. Ich bin gestern 5 Stunden im Discord online gewesen, da im Raum euch zur Verfügung gestehen, ihr konntet zuschauen, wie ich daddelne. Also er wird da ziemlich aggressiv, wenn man ihn darauf hinweist. Ja, das waren ja die drei großen Punkte. Das Arbeiten, das ist der schlimmste, dann die Sexualität und das Kackduschen. Ne? Die drei großen Triggerpunkte. Ich hatte übrigens vor kurzem mal wieder ein bisschen Der Einzige geguckt und da redet er auch wirklich noch von 8 Stunden Büroarbeit oder so. Oder irgendwie so, dass er denn noch Büroarbeit nebenher macht. Ja, ich muss das dann so, ja, wahrscheinlich wirklich. Ja, ich erinnere mich auch an eine Aussage, er muss ja noch Büroarbeit machen und irgendwie hat er was von Steuern machen erzählt und so, als ob er als ob er sich irgendwie als ob er jeden Tag seine Steuererklärung neu machen würde, also abgesehen davon Rainer beim Steuererklärung machen, stellt euch das mal wieder vor. Da wird jede Schwipschwapp in die Excel-Datei eingetragen. Ich kann euch sogar sagen, was er damit gemeint hat, da bin ich mir ganz sicher und ihr habt das ja alle schon gemacht, wenn man dieses Formular ausfüllt für wenn man, oder gibt es das bei YouTube auch? Bei Twitch gibt es das auf jeden Fall. Wenn man da monetarisiert, da muss man dieses amerikanische Steuerformular ausfüllen, wo man im Endeffekt nur 80.000 Mal sagen muss, nein, ich bin kein amerikanischer Staatsbürger und dann irgendwo seine Steuernummer hinpappen. Ich wette, das hat er ausgefüllt und ich wette, der hat da wirklich bestimmt 16 Stunden insgesamt dran gesessen. Ach, und deswegen bezieht er ja auch aus, bekommt er das Geld ja von Übersee, ne? Ist ja auch aus den USA, wird das ja alles gezahlt, genau. Ja, er hat ja dieses Steuerformular ausgefüllt, genau. Klar. Dann das, also alles Paletti. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt, also man spricht schon sehr lange davon, dass das Finanzamt irgendwann mal bei ihm anklopft. Mittlerweile hat das wahrscheinlich beim angeklopft. Könnt ihr euch vorstellen, was da für ein Damoklesschwert über dem schwebt? Ein Muckelschwert? Was? Ein Damoklesschwert. Oh Gott, entschuldige bitte. Also es tut mir leid. Es geht da wahrscheinlich um immense Summen, weil wenn du mal überlegst, Rainer hat ja doch auch viel umgesetzt, mehr oder weniger, vor allem in seinen Hochzeiten. Und wie gesagt, also ich würde behaupten, ne, gefährliches Halbwissen, aber ich würde behaupten, Rainer hat nie auch nur ansatzweise korrekt Steuern bezahlt, behaupte ich jetzt. Ich bin mir ganz sicher, der hat dieses verkackte amerikanische Steuerformular ausgefüllt und ist sich seitdem hundertprozentig sicher, dass das alles korrekt läuft. Warum bezahlt er seine Steuern in Amerika? Du hast das rausgefunden. Ja, und ich wette, im Finanzamt, da steht schon so eine riesige rote Sirene und immer wieder, wenn der Oger kurz mal Geld in die Finger bekommt, dann leuchtet die ganz toll auf, da gibt es einen riesen Alarm. Da muss ganz Franken, alle fränkischen Beamten müssen anrücken, um ganz schnell irgendwie zu versuchen, an den Rand zu kommen. Und jedes Mal, sobald sie bei Formular 50 von 180.000 angekommen sind, dann hört die Sirene schon wieder auf, es leuchtet wieder grün, weil das Geld ist schon wieder weg. Dann hören sie wieder auf. Das sind wichtige Dinge ausgegeben. Das geht aber das ist ja, ich kenne das deutsche System nicht. Kann der Sei sich froh. Kann der sich quasi, bei uns sagt man, aussteuern, dass er quasi außerhalb des Steuersystems ist, weil er halt so zu wenig Kohle hat? Oder wie würde das in seinem Falle laufen? Oder nee, es gibt einen Mindestsatz, den du einfach an Verdienst nicht überschreiten darfst. Den hat er aber zu seinen Hochzeiten ganz, ganz locker überschritten. Und da hat er sich dann einfach für diese Zeit strafbar gemacht. Ich glaube nur einfach, das ist wieder das Winklerglück. Das ist so eine ganz potente Mischung aus deutscher Bürokratie, die überhaupt wahrscheinlich gar nicht weiß, ja, was machen die denn überhaupt, wenn da so ein Speckmann sitzt, der
einfach nur sein Gesicht ins Internet hält und plötzlich kommt da immer Geld reingeflattert und die wissen gar nicht warum. Wie versteuert man das denn überhaupt? Also ich glaube, das kriegt so eine Behörde gerade in Bayern schon überhaupt nicht hin. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, was muss man denn überhaupt machen. Die sind froh, wenn da irgendein Streamer irgendwas anmeldet und sagt, ja, ich bin Influencer und dann steht da irgendein Steuersatz und sagen die einfach, ja komm, okay, dann zahl uns halt, was du für richtig hältst. Passt schon, hoffentlich, du machst irgendwas. Und wenn da nichts kommt, ich glaube, die wissen gar nicht, was sie da machen sollen. Und dann kommt ja noch dazu, die könnten das ja rausfinden, aber wozu? Dann finden die das raus, nur damit der dann sagt, ja, ich habe jetzt aber gar kein Geld, schade, jetzt schulde ich euch halt 120.000 Euro, die kriegt ihr aber nie. Tschüss. Ja, ist ja wie bei seinen anderen Schulden, ist ja am Ende des Tages genauso. Also, es ist was sehr Wichtiges angesprochen. Ich habe mal Wohnung untervermietet und ja, ich war noch relativ grün hinter den Ohren, da habe ich ein bisschen übers Ohr gehauen und als ich dann bei ihm eintreiben wollte, habe ich dann also den Betreibungsauszug geholt und ja, der hatte schon 30.000 Franken Schulden irgendwo anders. Als um das Vermieter war ich ja Schuldner der vierten Klasse. Und ab einem gewissen Grad Schulden ist es einfach scheißegal, wenn dann eine 0 oder eine 10 dazukommt. Das wird dem Träger mittlerweile wahrscheinlich... Ja gut, er wird es ja ignorieren, aber wenn er sich mehr ignorieren kann, dann wird es ihm egal sein. Ja. Ja, wild, wirklich. So ein Leben will man doch führen. Und sehr strebenswert. Wir sind natürlich jetzt wieder ein bisschen abgedriftet. Wir haben jetzt noch drei Begriffe. Ihr drei seid die Letzten, die jetzt hier noch Begriffe bekommen. Gott, ist das aufregend. Wir machen weiter mit der Märchenstunde. Ich würde einfach mal drücken und mal gucken, was du bekommst. Das letzte Mal, Merli. Ich muss ja traurig singen. Ah, schön. Der Winterschlaf. Wie wir alle wissen, halten Nager, wenn sie in temperierten Häusern in Terrarien wohnen, halten die einfach trotzdem Winterschlaf. Das machen die übrigens ganz besonders dann, wenn es so um die 40 Grad ist, weil man sie unter eine Dachschräge gepackt hat bei geschlossenem Fenster. Das ist so die Zeit, um Winterschlaf zu halten. Und dann schlafen die halt einfach ein, werden ganz trocken und steif, essen auch nichts mehr, riechen nach verwester Leiche. Und so ist das dann. Irgendwann wachen die dann wieder auf und dann ist alles wieder gut. Und so ist das leider auch oben im obersten Stockwerk der Schimmelschanze passiert. Die armen Hamster, wirklich. Ja, Mann. Es ist einfach so traurig und ich glaube, er meinte ja auch irgendwann, als er die mal in die Kamera gehalten hat, er glaubt, das Weibchen ist schwanger, weil er die zusammengehalten hat. Also, da, ich weiß nicht, da merkst du schon, klar kann sowas mal passieren, wenn du Tiere hältst oder sowas. Ja. Man kann ja, es ist so traurig, wenn man das so sagen muss, aber man kann ja eigentlich froh sein, dass es denn nur die zwei waren, die da auf gut Deutsch elendig krepiert sind und nicht, dass sie noch Nachwuchs gekriegt haben und er dann zum Schluss da 10 Hamster hatte, die da einfach elendig zugrunde gehen. Das ist so furchtbar einfach. Ja, gut, meine Frage ist eigentlich mehr, also dass sie ja wegen ihm gestorben sind, das also wurde ja nie wirklich, ich sage jetzt mal, bewiesen, aber es ist ja the People's Court, wie man so schön sagt. Die Frage ist eigentlich mehr, was war das genau? Hat er sie verhungern lassen? Sind sie wegen den Temperaturen gestorben? Ja, die waren in einem abgeschlossenen Glasterrarium, direkt unter einem Dachfenster, wo die Sonne drauf geknallt hat. Oh, also das war, als würdest du sagen, ach ja, ich halte meinen Hundewelpen, halte ich mal im Sommer im Auto einfach. Da wohnt er jetzt in der Sonne. Also natürlich, die waren wahrscheinlich nach 2 Tagen waren die tot und vorher haben die ganz mies gelitten, aber ja. auch wenn das echt schrecklich ist und das klingt jetzt, als wäre es einfach nur ein richtig unmoralischer Witz, aber ich bin tatsächlich froh, dass sie so gestorben sind und er wahrscheinlich keine Zeit hatte, mit ihnen ganz schlimme Dinge anzustellen, die manche Leute auch mit Nagern anstellen und ich glaube, also ich traue ihm zu, so etwas auf so eine Idee kommen zu können. Du bist jetzt so auf diese Lemmy Wings Sache ein. Ah, alles da, ja, okay, das könnte ich mir tatsächlich, so wie er halt vom Kopf her ist, auch tatsächlich vorstellen. Ich bin schockiert. Ich bin sehr schockiert, oh Gott. Ist dir das noch nie in den Sinn gekommen? Da denke ich halt, oder sind wir jetzt die Kaputten? Nee, so nee, denken, nee, weil, das ist, okay. Ich würde nicht behaupten, dass es kaputt ist. Ich,
Ich war so leichtgläubig und habe da nie drüber nachgedacht, aber jetzt habe ich Bilder. Ich will das eigentlich alles gar nicht. Das war meine erste Angst, als ich gehört habe, der Oger hat Hamster, dachte ich, oh nein, oh Gott. Ich muss die Augen aufhalten und sobald ich da auch nur ein Plexiglasrohr sehe, fahre ich sofort nach Franken und renne ihm da die Bude ein. Okay, das ist jetzt aber wirklich interessant, weil Wingelwongel ist da rein und unschuldig und wir scheinbar richtig verdorben. Wie ist es denn bei euch, liebe Zuschauer? Ist euch das jemals in den Sinn gekommen? So Lemmy-Wings-Thematik und der Lord? Also mich würde es halt wirklich nicht wundern. Stell dir Du mal musst dich nämlich mehr fragen, was hat ihm die Idee gegeben, jetzt diese Hamster zu holen? Der will nicht alleine sein. Das ist einfach. Dass der wollte irgendwie Tiere haben, weil Tiere sind cool und bringen Klicks und ey, guck mal, ich bin so fürsorglich und so, guck mal, ich kann auch mich um Kinder kümmern wahrscheinlich. Oh Oh Gott, da ist diese Gott, oh Thematik Gott, oh schon wieder. Gott. Gott. Das ist wirklich schön. Stell dir mal vor, eines Tages auf der Amazon-Wunschliste wäre so ein Stück Hamster-Plastikrohr gewesen oder so. Oh Ja. Gott, Leute, das wäre un. brauche ich unbedingt für meine Hamster und so. Ihr wisst Bescheid. Oh Gott. Etzel Gebiet Das vergrößern, nächste ja. Video. Oh nein! Oh nein, oh nein, Leute, oh nein, oh nein, oh nein. Danke dafür. Danke dafür, Blali. So, dreht das Rad nochmal. Mr. Fuchs. Ja, ich hau jetzt ganz viele traurige Lieder in ganz kurzer Zeit raus. Okay, oh, da bin ich gespannt. Dann drehe ich jetzt und lass dich mal singen. The book of love is long and boring. Then the last unicorn, I'm alive. Oh Gott, mehr fallen mir gerade nicht ein, das waren nur zwei. Das ist enttäuschend. Und der Digimon-Soundtrack war nicht dabei. Ah, stimmt, ja. War nur Last Unicorn und so. Ich musste aber gerade an das Ende von Scrubs denken. Ja, ich habe BLM gezogen und das müsste die Bayerische Landesmedienanstalt sein. Stimmt's oder habe ich recht? Richtig. Hey, 100 Punkte. Wuhu, ja, wuhu. Die BLM-Staffel, auch ein ja denkwürdiges Ereignis im Drachengame gewesen. Rainer streamt oder hat sehr gerne gestreamt und er ist ja wieder ein sehr besonderer Mensch und das war noch zu einer Thematik. Da war es halt teilweise auch noch nicht so richtig geklärt, darf man jetzt Lizenzmusik in seinem Video spielen, also vom Originalkünstler, darf man das singen, darf man das zeigen. Das ist ja bis heute bei vielen Sachen, wenn es um Memes geht oder so, gibt es da ja immer noch ein riesiges Streitthema, was jetzt hier Copyright ist und was nicht. Auf jeden Fall hat die BLM, also die Bayerische Landesmedienanstalt, damals gesagt, Rainer, kleiner Bur, du spielst hier Lizenzmusik in deinen Streams und das finden wir mal gar nicht so toll. Du brauchst hier Lizenzen und bezahlst Dinge und die hat Rainer definitiv nicht bezahlt. Hat sich dann sogar noch in die Streams gesetzt und auf die BLM geschimpft und er hat es halt wieder in seinem Quadcopter nicht zusammengekriegt, was da überhaupt passiert und so und hat sich da seine eigenen Storys draus geredet. Und damals war man froher Kunde oder man war ja eigentlich positiv, weil man dachte so, ja, das kann ja nicht gut für ihn ausgehen. Und man hat sich halt da auch wieder richtig ins Fleisch geschnitten, weil die BLM hat ja. Ich weiß jetzt nicht genau mehr den Grund, lieber Wingelwongel, das kannst du bestimmt gleich sagen. Die hat es denn ja einfach irgendwann eingestellt und hat gesagt, er ja, ist Rudis Buhr, Wingler Glück regelt. Der hat das einfach so lange ausgesessen, bis dieses Gesetz geändert wurde. Richtig, genau. Und das ist wirklich krass, weil die kamen schon mit Drohungen en masse und richtig, richtig hohen Zahlungen und hier und da und bla. Also das war wirklich, ich würde fast sagen, kurz vor knapp. Ne? Reinhard's ausgesessen, hat dann stumm in seinen Streams gesessen. Ich muss noch nicht mit dem Chat interagieren, dann passt das schon, hätte ich gesagt gehabt. Ja. Das hat er sich auch einfach ausgedacht, Das darum hat geht es es, ja überhaupt nicht. ja, so, als ob das so eine Auflage wäre, wo sie sagen, Rainer, Sie können aber nicht mit dem Chat interagieren. Das ist ein, und natürlich hat es wieder funktioniert. Ne? Er hat nichts gemacht, er hat nichts Hier ist eine geleistet. Ja, Protest-Streams. ja, Gab ja. ja so einen Stream, in dem er Tränen erfüllt, gab ich den Brief vorgelesen hat oder irgend so Ja. etwas quasi so. Ja, Ja. ja. Und alle dachten, okay, jetzt ist es vorbei. Aber wenn die ein bisschen härter gewesen wäre, das ganze Drachengame, das wäre in sich zusammengefallen und er wäre noch eine ferne Erinnerung für uns. Aber dass er das auch einfach wieder. Er hat so viel gemacht, um sich da irgendwie rauszuwieseln. Nur nicht das, was die gefordert haben. Also alles, was er gemacht hat, hätte er sich einfach komplett sparen können. Das war denen doch scheißegal, ob der da redet oder mit dem Chat interagiert. Es ging einfach darum, dass er diese verkackte Lizenzmusik nicht abspielen darf.
Das hat er einfach trotzdem weitergemacht, aber immer irgendwas anderes. Ja, weil jetzt halte ich ein Schild hoch, wo Kack BLM draufsteht. Das war ja genau. Und alle in der BLM, aber jetzt können wir nichts mehr machen. Mist. Korrigiert mich, wenn ich. Leute, ihr habt ein Pappschild, Abbruch. Aber es war doch, korrigiert mich, aber es war doch mehr als nur die Lizenzmusik. Ich glaube, es war doch auch noch, wenn er über eine gewisse Anzahl. Ja, Zuschauern hatte, du, oder? Du brauchtest so eine Streaming-Lizenz oder so eine Rundfunk, nee, nicht Rundfunk, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das auch bei Gronkh und so damals Thema. Da hieß es, jeder ab, ich weiß es nicht mehr, 100, 200 Zuschauern braucht so eine Lizenz, weil du dann quasi als Fernsehprogramm oder Sender giltst. Das ist beitragspflichtig dann. Und da müsstest du dann eigentlich so eine Lizenz oder mehrere Lizenzen erwerben. Und ja, wie gesagt, ne, Rainer hat sich da rausgewunden. Was er auch noch gesagt hat, ist mir gerade eingefallen, irgendwie war der Antrag gegen Drachenlord, aber er ist ja der Drache und Drachenlord hat er doch nie geheißen. Und oh, ey, wirklich. Der hat sich jede Woche neue Regeln ausgedacht und dachte jetzt habe ich die BLM, jetzt können sie mir nichts mehr. Also, er ist schlauer. Er hat es verdammt nochmal geschafft. Ja, aber er hätte auch einfach gar nichts machen müssen. Also das, er hat es ja geschafft, weil er es einfach ausgesessen hat. Er hätte einfach exakt so weitermachen können wie vorher, als ob die sich da sein Stream angeguckt haben. Die haben doch nichts von dem gemerkt, was der gemacht hat. Der hat ja wahrscheinlich gedacht, die schauen ihm zu. Ja, wie gesagt, die saßen im Hauptquartier und haben gesagt, nein, oh, dieses Schild, was soll ich machen? Aber dieser wunderbare Stream, wo er das meinte mit, was haben die denn immer mit Drachenlord, was habe ich denn mit Drachenlord zu tun, wo er da heult drum sitzt und hinter ihm hängt einfach das fette Poster von Drachenlord mit dem Bild von ihm drauf ist. Es ist viel, viel utopischer. Haben wir es, glaube ich, nicht mehr hingebracht. Schön, wirklich. Rückwirkend war das natürlich für ihn extrem schlecht. Also für uns natürlich mehr oder weniger ein bisschen gut, weil man hatte noch wirklich viel zu lachen. Aber ich meine, Rainer ist ja ein Mensch. Was lernt denn so jemand wie Rainer aus so einer Situation? Ich muss einfach ruhig bleiben oder ich muss mich einfach aufregen und dagegen wettern und ja, nicht irgendwie kooperativ sein. Und das hat sich ja bis heute irgendwie durch sein ganzes Leben gezogen. Also man kann ja sagen, so förderlich für seinen Charakter war das definitiv nicht. Und nicht nur das, ne? Damit hat es ja angefangen, dass er gemerkt hat, ah, Moment mal, die schmeißen ja auch einfach die Bahne raus, wenn ich hier einfach nur fett und feist rumsitze und nicht mal mit denen rede. Das hat er ja da erst gecheckt, dass er gar nichts machen muss, sondern einfach nur er sein muss, um da zu sitzen. Und das hat er ja danach, da kamen ja auch fast keine Videos mehr danach. Ist das gleich mit den Leuten, die auf Dating-Apps Pansy-Bilder verschicken. Nein. Du musst nur ein einziges Mal Erfolg haben und dann, zack, hast du das Gefühl, es funktioniert. Der hat jetzt halt mal Erfolg mit Aussitzen und darum wendet er jetzt diese Strategie auf alles. Du hast es beim MPU gesehen. Bei den verdammten MPU-Prüfen, der hat gedacht, wenn du es genügend im TikTok streamen darüber quatscht, wie unfair die sind, dass das so ein MPU-Beamter, der Rainer, der ist uns auf der Spur. Schnell, da ist dein Führerschein wieder zurück. Schnell, bevor er ein Pappschild holt. Da kann man nämlich gar nichts mehr machen. Schnell. So, neutrale Stimmung. Soll ich für dich drehen? Ich weiß halt nicht, was du jetzt bekommst. Ne? Du musst drehen. Es sind noch so viele Begriffe. Ich weiß nicht, überlassen wir es dem Zufall. Was ja, würde ich auch sagen. So, der letzte Begriff. Ja, jetzt wird nochmal... Bitte nochmal traurige Lieder anstimmen, Herr Rübenfuchs, das wäre super. Oh, okay. Audigste, das du kennst. Oh, mir fällt's gerade. Ach doch, jetzt, ja, ich habe eins. Okay, los geht's. Bright eyes burning like fire. War das nicht von Watership Down? Ja, Mann. Das ist so furchtbar. Ja, die Reise ist zu Ende, meine Lieben. Ich habe damals das Wheel of Met angefangen und jetzt höre ich es auch wieder auf mit der fette, aber fitte Mensch. Wir haben schon sehr oft über den Rainer gequatscht und seine sportlichen Errungenschaften. Ich hatte wie viel? 6 Jahre Kampfsport und Bogenschießen und Rennen und solchen Sachen. Den genauen Zusammenhang weiß ich nicht mehr, aber das ist ja eine Aussage von ihm. Ich bin ein fetter, aber durchaus auch fitter Mensch. Das hat er sich, das redet er sich ja ein von seinen sportlichen Errungenschaften. Inge 3 gebrochene Arme bei 2 Leuten, gut im Messer werfen ist, wie er gut das kann, oder
meine Lieblingsaussage von seinen sportlichen Fähigkeiten war, das war während der obdachlosen Staffel, als er irgendwie durch Emskirchen gewongelt ist, mitten in der Nacht, und da hat er gesagt, ja, ich kenne mich da so gut aus, ich kann mich wie ein Ninja herumbewegen und da kann jemanden ausflankieren in diesem Dorf mit herumspringen, herumrennen. Und dabei von links nach rechts. Ja, die Tube war schön. Das war so gut, das Schnaufquietschen, das war mein Liebling. ja, ich meine, jeder hat so eine andere Lieblingsstory von fetter, aber fitter Mensch. Aber meines ist wirklich da die drei gebrochenen Arme mit zwei Leuten liegen, sowas. Das ist unerreicht bei mir. Mein Liebling war einfach, als er meinte, dass er 20 Kilometer in einer halben Stunde läuft und als ihm dann jemand erzählt hat, dass das bedeutet, dass er sich durchgeht mit 40 km/h fortbewegen müsste, gab es einfach nur kurz Stille. Ja. Aber dass man auf sowas nicht kommt, das ist mir unbegreiflich. Ihr kennt ja alle das Meme von dieser australischen Breakdance-Tänzerin von der Olympiade. Rainer an der Olympiade. Ich habe es tatsächlich heute erst zum ersten Mal gesehen und dachte so, aha. Ich habe es leider noch nicht gesehen, das muss ich unbedingt noch nachholen. Du hast nichts verpasst. Ja, ich weiß nicht. Also, weil die Frage gerade reingeworfen wurde, mein fetter, aber fitter Lieblingsmoment ist einfach, wo er seine Erzählung hatte, mit, ja, wo er golden geleuchtet hat angeblich, ne, wo er Roundhouse-Kicks angewandt hat, ne, und ich weiß gar nicht, hat er eine Frau verteidigt oder so, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, das ist mein Lieblingsmoment. Ja, die alte Frau, die ihm danach erzählt hat, wie es war, weil bei ihm ist ja alles ausgesetzt. Der konnte sich ja gar nicht mehr dran erinnern. Wir haben die Instinkte übernommen, als er von den 6 Hip-Hopern angegriffen wurde. Oh Mann, ey. Kannst du dir nicht ausdenken. Polizei ins Irrenhaus gesteckt worden, weil es so gefährlich ist nach seiner Aussage. Oh, wisst ihr doch, als er cool sein wollte und einem Typen das Handy im Auto wegnehmen wollte und dann hat er seine Polizeimarke rausgeholt. Ja. Dann ja, ist er ja plötzlich ganz klein geworden. Ja, mega geil. Ja, haben wir einen Aus auf jetzt? Zeigen Sie mal. Entschuldigung. Was ein Rüblis Lieblings fetter fitter Moment. Ich habe es euch gerade als GIF nochmal in den Chat geschickt. Also ich liebe es einfach, wo er da diese Schüssel vom Tisch kicken soll und es einfach partout nicht schafft. Ich finde, das ist ja so sinnbildlich fürs ganze Game einfach. Ja. Dieses traurige, ich kann das alles, und er scheitert einfach jedes Mal, wo er meinte, er kann hier noch Kopf hochkicken und nein, nicht. Hast du nicht die perfekte Kombination aus Narzisst, kindliches Verständnis, dass er sich einredet, und Überkonsum von Anime? Der hat das wahrscheinlich. Ich wette, der hat auch einen Naruto-Run gemacht. Auf dem Weg zum Spingeln. Also ich finde auch, Drachenlord hat so meine Perspektive auf Anime-Moment sehr viel geprägt, weil eigentlich ist Anime-Moment ja was sehr Gutes, aber ich habe das immer so in Verbindung, ein bisschen mit Rainer in Verbindung, dass man dann einfach voll, ja, das gar nicht mal so gut macht. Ja, er hat leider irgendwann vergessen, dass die meisten Anime-Protagonisten es aber schon schaffen, ohne Hände aufzustehen. Bestimmt nicht alle. Du hast, ich muss mich ändern. Ohne Hände aufstehen, ja, das ist mein Ding. Das ist auch geil, stimmt. Der war auch einfach so super, weil er zuerst hat es geschafft. Sie haben es geschrieben und man dachte, ich weiß es noch. Ich habe es gesehen und dachte, was? Der lässt sich nicht provozieren? Er muss jetzt nicht zeigen, dass er es kann? Krass. Und dann 5 Minuten später fängt er so an zu wippen und versucht und scheitert einfach dreimal und fängt an, oh, dieses Sofa, das ist aber auch so tief. Und dann stützt er sich so hintenrum noch mit einer Hand ab und, oh ja, seht ihr das, ich hab's geschafft, ha? Und klatscht noch so wissend in die Hände. Genial, absolut genial. Oh Mann. Ja, da haben wir wirklich nochmal einen schönen letzten Begriff gehabt, jetzt zum Abschluss. Einfach nur herrlich. Aber Wingelwongel, vielen Dank, dass wir diese Reise mit dir antreten durften. Und natürlich auch, liebe neutrale Stimmung, vielen Dank, dass du dieses Rad damals ins Leben gerufen hast. Es war eine schöne, wilde Reise voller Wunder und Abenteuer und zauberhaften Momenten. Ja, da wollte ich auch noch mal ein paar Worte verlieren jetzt am Ende. Und zwar, ja, vielen Dank. Ne? Erstmal natürlich an euch drei hier überhaupt fürs dabei sein, dass ihr hier mit mir das gemacht habt. Aber ja, der wirkliche große Dank gilt ja der neutralen Stimmung, der hier dieses Rad ins Leben gerufen hat. Und ich bin ja eigentlich nur der
der Typ gewesen, der gebettelt hat, dürfte er mal mitmachen. Und das freut mich einfach, dass ihr damals gesagt habt, hey, komm, dann machen wir das mal zu viert. Und dass wir das heute jetzt hier einmal zusammen durchgemacht haben. Das freut mich und dafür sage ich vielen lieben Dank. Es ist so, das Wheel gehört nicht mir, das gehört uns allen. Oh. Das hast du schön gesagt. Jetzt ist richtig aber, cozy. Auch wenn es irgendwie doof ist, wenn man selber dabei ist, aber das ist auch mein absolutes Lieblings-Game-Format. Ja. So. Ich würde das Ganze jetzt zum Abschluss bringen. Ich habe schon ein Tränchen auf der Wange. Nein. Ich sage Medal of. Vielen lieben Dank. Vielleicht hört man sich irgendwann nochmal wieder hier beim Fleischrad. Ich denke schon, früher oder später. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen, Medal of. Und das letzte Wort haben, wie immer, meine Gäste. Oh, ich kann dem Mingelwongel noch mehr Arbeit machen. Denn ich habe vor geraumer Zeit ein trauriges Abschlusslied gemacht und das muss er jetzt abspielen, weil jetzt wisst ihr, dass es das gibt. Okay, das wird dann hinten dran geschnitten, das ist ja kein Problem, das kriegt man hin. Das ist zwar harte Arbeit, ne? Da muss ich noch mehr rendern und hochladen. Wir hatten es heute. Nein. Das ist sehr schwierig. Harte Arbeit. Ich hab die Spitzhacke wieder geschultert, ab in die Rendermine. Ich verliere nicht viele so Worte. Ich sage nur, bleibt gesund und ich wünsche euch ein wunderschönes Leben voller Wunder und Abenteuer und vielleicht hört man sich ja mal wieder. Ja. Medal? Dann sag ich Adieu miteinander. Wir hören uns irgendeinmal mal wieder beim Wingelwongel. Das Fleischrad drehte sich rundherum, rundherum. Die Level-Nuller antworteten dumm, antworteten dumm. Nehmt's uns bitte nicht krumm. Das Fleischrad ist